Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Crafter. Ja, ich habe ja gesagt, weiter geht's. Ich habe gesagt, wir übernehmen das mit dem Chips. Ich fliege hier rüber mit dem, was ich so am wichtigsten, was die coolsten Mats sind, habe ich jetzt hier. Und wir sortieren die mal eben weg. Wie sieht das hier? Oh, wir haben schon langsam Gras. Auf jeden Fall, Leute, wird Raketen gebaut. Rockets! So, was habe ich denn hier anpinnen? Aha. Da ist ja noch ein Dings drin. Wofür habe ich das? Ich hatte was vor, aber ich weiß nicht mehr was. Ich würde mal sagen, um Luft zu machen, erstmal die Chips. Schauen wir mal, da sind ja ein paar Stück. Was kriegen wir dazu? Entschlüsseln, Nummer 1. Bauplan, Recycle-Maschine. Würde ich vielleicht erstmal noch zurückstecken. Großes Wohnmobil-Modul. Ja, jetzt können wir loslegen. Genau, jetzt können wir loslegen. Gebietsleuchte. Ja, ich bin nicht so der Leuchte. Der Bauplan. Schreddermaschine. Das kann auch nicht so verkehrt sein. Taschenlampe Nummer 2 werden wir auf jeden Fall gleich bauen. Und Kartografierungs-was? Mikrofasch-Kompass? Was war das? Bildschirmkarte. Bildschirmkarte. So, lass uns mal als erstes die Lampe bauen, Leute. Da habe ich Lust zu. Lampe Nummer 2. Oh, habe ich einen Schwefel? Aua, habe ich einen Schwefel? Ich habe Schwefel. Habe ich Bio-Kunststoffklumpen? Bio-Kunststoffklumpen. Okay. Ja, es gibt gleich für jedes Ding gibt's einen neuen Schrank, Leute. Da fackel ich gar nicht lange. Kunststoff. Kaugummi. Oh Gott. Bio-Kunststoff. Ich mach das mal so. Kunst. Erstmal. So, da hau ich dich da mal rein. Dann sind das ja Iridiumstäbe. 3 Stück. Lass uns einmal schnell aufräumen. Schluck. Einmal reingepackt. So, Titan? Nein, Iridium. Uran. Supis, auf jeden Fall. Uran. Oh, Uran haben wir auch eine Menge. Das finde ich auch cool. Was haben wir hier? Samen. Wo habe ich die denn? So. Ja, also, wir werden auf jeden Fall uns so ein Dings aufbauen gleich. So, okay, Triebwerke. Die hau ich mal hier mit rein. Und jetzt haben wir gesagt, was wollte ich? Ich wollte haben das Lampending, ne? So, guck mal, das kannst du ja einpennen. So, brauchen wir Schwefel, wir brauchen Magnesium. Magnesium, Äpfi. Wir brauchen Aluminium. Alu. Hab ich. Das andere Lampending habe ich doch eigentlich, oder? Macht er das nicht automatisch, Leute? Ja. Macht ihm automatisch. So, super. Ah, ich habe noch Milch und Zeug. So. So, ist ja klar. Die 150er, eine 200er. Naja, gut, da können wir immer noch Dinge tun. So, Nahrung. Ich würde sagen, ich brauche auf jeden Fall noch mal ein Wasser. Einmal Nahrung kann... Oh, jetzt habe ich es gegessen. Wollte ich nicht. So, okay, dann gucken wir mal hinten. Dann würde ich ja mal sagen, dass wir mal gucken, was wir als nächstes bauen. Jetzt haben wir... Nee. Achso, Raketen. Klar.
Raketenleute. Aubergine. Raketen wollten wir bauen. Gehen wir doch mal los. Was haben wir denn verrackt? Alter, was kommt denn hier alles runter? Ist das sonst? Oh, da muss ich ja gleich mal gucken. Das ist doch so ein... Achso, wir haben ja nur die, ne? Zur Zeit. Aber wisst ihr was? Ist klar, dass wir... die mal an. Was kommt da runter? Ist das normales oder war das jetzt... Oh, Osmium. Nee, Kobalt. Oh, schade. Was ist das? Lithium. Das sind nur die normalen, ne? Oh, schade. Ich dachte, das wäre schon so ein Special-Ding. Aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit für Special... für specialige Special-Sachen. Okay. Auf jeden Fall müssen wir noch Bohrer aufsetzen. Apropos Bohrer, ich kann mal hinten hinflitzen. Können wir ja einmal gucken, was der Bohrer macht. Und dann möchte ich gerne sehen, dass wir... Wie sieht es denn hier mit dem Wasser? Nee, erstmal den Bohrer. Dann würde ich gerne... Ist ja bloß der eine da, aber ich würde hier gerne nochmal einen zweiten aufsetzen. Minimum zweiten. So. Dann kriegen wir nämlich den ganzen Kram auch wieder voll. Ich würde gleich für unsere Superlegierung einmal Gedöns machen. Dann würde ich auf jeden Fall anfangen, wo unsere ganze Elektrik rein soll, also unser Stromgedöns, das möchte ich anständig machen. Zumindest werde ich es vorbereiten mit euch. Und dann offline höchstwahrscheinlich so einige Sachen selber noch ein bisschen wegdüsen. So, hier ist ja unser Supermaterialienschrank. Das heißt, da kriegen wir ja schon mal. Da fehlt uns dann einer. So, zack. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Die haben wir voll. Den und den da rein. Dann machen wir das so. Super. Supi. Okay. Gut, lasst uns doch überlegen. Halt, stopp. Nicht, lasst uns über. Doch, wir müssen klein anfangen. Müssen wir klein anfangen? Ich wollte eine Rakete hochziehen. Das machen wir jetzt als erstes. So, erste Rakete. Da brauche ich auf jeden Fall das. Was macht das? Was macht das da drin? Keine Ahnung. Wollte ich irgendwo für haben? Ich weiß nur nicht mehr wofür. Was brauche ich? Ein zweites Superlegierungsstück, ne? Das heißt, hier. Ah, naja, nee. Mach mal erstmal nur. Ich muss erstmal sehen, was wir. Kobalt. 1, 2, 3. So, da haben wir schon mal 1. Ich will gleich beide Raketen hochschicken. Ich will nur einmal gucken, was die andere Rakete braucht. Mal sehen, dass wir hier ein bisschen erst aus dem Quark kommen. Und klick. Da brauchen wir auch noch Superlegierung. Ah. Und Silizium. Also ein Triebwerk, zwei Superlegierung und noch zwei Silizium. Und dann können wir die hochschießen, dann haben wir die nächsten oben. Das ist doch schon mal gut. Ups, Entschuldigung. So, was brauche ich jetzt noch? Zwei Silizium war hier hinten. Silizium, 1, 2. So. Okay, prügeln wir die Raketen mal hoch. So, Rakete Nummer 1.
Ab dafür. Jetzt habe ich die Suppenlegierung vergessen. Ah! Glaube ich, das ganze Uran und so runter. Schießt mir den gleich mal einen entgegen. Und ab dafür. So. Dann würde ich sagen, was brauchen wir denn alles? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was können wir noch gebrauchen? Wir können noch gebrauchen. Wir haben noch ein neues Kraftwerk gekriegt. Das Ding. Das pinne ich mal an. Das heißt, drei Wasser. Wasser ist nicht das Problem. Das andere sind Uranstäbe und Uha. Okay, den kann ich jetzt noch nicht, weil ich habe kein Zwiefel. Kein. Wie heißt denn das? Schwarzpulver. Okay, dann bauen wir, pinnen wir den mal an. Da brauche ich drei Superlegierungen für. Eins, zwei, drei. Ein Wasser, ein Uranstab. Aber Uranstab habe ich nicht. Den müssen wir dann mal machen. Könnten wir ja von draußen holen, neun Stück, ne? Moin, ich bräuchte noch mal Wasser. Okay, vielleicht hole ich den erstmal von drin und hole das dann gleich rein. Ist vielleicht ein bisschen cooler. Hurra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uranstab. Stelle ich den auch erstmal vorne hin. Wie gesagt, wir bereiten vor und dann haue ich den Kram da rein dementsprechend. Meine Eisen habe ich drüben ja echt noch wie Sau. Achso, jetzt wollte ich mal gucken. Sieht das hier aus mit Wasser? Ja, das ist doch, das lohnt sich noch nicht für den Algengenerator, ne? Aber wartet mal kurz. Wollen wir uns so ein Ding hier noch bauen? Wir müssen ja ein bisschen was tun. Wir können auch mal auf unseren Index gucken, Leute. Aber das sind ja so Teile, die sind ja echt lächerlich. Luftdruck. Wie sieht es denn jetzt aus mit Luftdruck? Eieieiei. Aluminium. Hab ich. Weißt du was? Mach das so. Weil das ist ja... nee. Doppelt. Und Eisen? So, Strom sollten wir dafür genug haben. Biolabor, auch sehr cool. Biolabor ist natürlich auch sehr geil. Ich glaube, die Dinger muss ich nachher auch irgendwann nochmal umstellen. So, dann müssen wir mal gucken. Also das Biolabor, weil wir haben hier ja die. Das würde ich dann tatsächlich... Jetzt müssen wir mal in die Planung gehen, Freunde. Das Biolabor, ja, das ist natürlich cool. Da müssen wir jetzt einmal, wollen wir einmal raufgehen in unser Dings? Ich glaube, da haben wir noch eine etwas coolere Übersicht vom Dach aus. Schauen wir mal. Biolabor. Das soll ja noch der Gang weiter sein.
Hier hätte ich. Hier soll ja nachher Elektrik hin. Passt mal auf. Da bräuchte ich 2 Superlegierungen. 3 Eisen, 3 Titan. Machen wir mal. Vervollständigen wir das Ganze mal. Ich habe ja so Pläne. Hier kommt hier unsere Wärmegewinnung rein. Das heißt, Superlegierung wird interessant. Superlegierung wird interessant. Also jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Okay, das war der Schrank. 5 kann ich so noch. Oh, ich habe gar keine mehr hier. Aua! Also ich kann noch welche bauen. Ich brauche der Viererblock 2 Superlegierung. Ja, es wäre jetzt. Pass auf, machen wir das. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich dazu geplant habe, aber dann machen wir es anders. So, passt auf. Ich brauche jetzt erstmal noch. Von 2 Eisen, dann bin ich schnell. So, also da müssen wir jetzt einmal gucken. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Wie sieht es? Oh ja, das Licht ist schon mal besser. So, jetzt wäre das ja so gedacht von mir. Also unter Konstruktion baue ich dann auf jeden Fall. Wir kommen hier ja nicht mehr so recht weiter später. Das heißt, ich muss hier noch weiter raus, dass ich da noch weiter hin. Ich würde schon gerne. Also ich muss das jetzt erstmal einmal grob hier anflanschen. Mach doch mal Licht an. Die mache ich hier auch wieder hin, ne, dass wir hier unseren Weg haben. Dass wir hier unseren Weg haben. So, dann hoffe ich ja gleich, dass das nicht zu eng wird. Muss ich mal gucken. Die anderen Sachen baue ich dann ein wenig anders. Offline. So, also 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, da machen wir jetzt einmal 2 Superlegierungen draus. Okay, Raum. Dann fehlen mir jetzt 3 Eisen. Eisen, 1, 2, 3. Und 3 Titan. Also ich hole dann nachher 3. So. Das wäre das. So. Dann würde ich hier nämlich. Stopp. Ich brauche noch 2 Eisen und 2 Titan. Ich muss noch einen kleinen Ableger machen. Sonst wird das nämlich nichts. Das wird natürlich alles noch schön verglast und solche Sachen. Ich werde mal gucken, wie ich das so zeitlich. Ansonsten mache ich hier vielleicht mal eine Uncut-Folge. Dann könnt ihr mit zugucken, wie ich Materialien hole, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, überspringt ihr es einfach. Ja, das ist eine coole Sache. Das werden wir machen. Ich werde dann, wenn ich hier mal offline mal ein bisschen offline ein wenig rumdüs, werde ich eine Uncut-Folge machen. Und dann können wir da. Sowas gefällt mir eigentlich. Ich finde es immer schade, dass keine Mitte hat, ne? Oh ne, halt, stopp. Zurück. Jetzt weiß ich nämlich doch noch, wie ich das eigentlich wollte. Wartet. Nee. Das ist so schon richtig. Das ist nämlich um dieses Ding, aber
Aber pass auf, dann machen wir, damit das nicht so eng ist, mache ich das mal so. Ich muss da einfach, ich muss rüber. Nicht doch rüber, ist doch kein Problem. So, genau. Machst du den hier ran. Also das mache ich denn, wie gesagt, Uncut-Folge würde ich denn tatsächlich machen. Wer Bock hat, kann zugucken, wie ich Verhübschigungen mache, halt, oder Materialien suche. Ich werde ein bisschen Blödsinn reden. Könnt ihr euch dann angucken. Ich erzähle euch dann auch, was als Uncut-Folge mit drin ist. So, genau. Jetzt bräuchte ich noch mal was für die Tür. Für die Tür. Tür. Eisen? Oha. Eisen, da brauche ich auch noch. Was war denn das? Silizium hier? Ich habe es schon wieder vergessen, Leute. Echt jetzt? Titan-Silizium. Titan-Silizium und für ein Fenster Eisen und Kobalt. Da. Silizium. Eisen. Alter, ich habe ja, stimmt, ich habe ja zwei Schränke. Ich habe nichts mehr gesagt. Aber ich brauche noch Kobalt. Kobalt? Ich glaube, ich brauchte nur eins, aber naja. So, mein Plan ist halt, immer solche Dinger zu machen. Die können dann ruhig auch nach außen weiter raus. Zack, eine Tür rein. Und damit man auch immer schön sehen kann, was Phase ist, ein Fenster rein. So, jetzt muss ich nur einmal gucken. Das soll ja eigentlich ein bisschen gleich aussehen, ne? Wie habe ich das hier gemacht? Ah ja, gut, der ist sowieso aus der Reihe. Das ist ja mein Kommando-Dings. Das mache ich noch anders. Genau, da können ja noch Wandschilder hoch. Was wo ist? So, genau. So, jetzt haben wir hier unseren schönen Raum. Ne? Kann man vorbeilaufen. Zack, zack. Warnung, Bewässerung. Okay, danke. Hol das mal direkt von drüben. So, ist auf. Schlürfi Schlürf. Den haben wir uns auch rein. Das Kobold packen wir wieder weg. Tschüss. Und jetzt machen wir nämlich. Ist das hier schon fertig? Nein, das dauert noch ein Momentchen. Dann holen wir nämlich jetzt hier den Aubergine-Schrank. Zack. Scheiße. Oh nein, 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 nein. Ah, das finde ich schade, dass man kann es nicht wieder rückgängig machen. Scheißdreck. Leute, so ein Mist. Oh, da muss ich nie. Ich glaube, das ist sogar direkt über meinem Dings, ne? Wer sagt nicht, da war sogar die Leiter. Machen wir eine Uncut-Folge. So, dann gehen wir hier hin. Dann machen wir ja den Flitzi-Flitz. So, guck mal, dann können wir hier. Packen wir mal. Nee, pass mal auf hier, weil hier ist ja nicht so viel los. Den Schrank schon mal. So, einmal. Die Aubergine. Ist richtig geschrieben? Ich glaube. So, habe ich noch Eisen? Ja, ich brauche noch. Was haben wir? Kürbis und Bohne. Du bist leer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Pilze brauchen wir auch. Pilze habe ich noch nicht.
Aber hier kommen denn schon mal die Schränke hin. Zack. Weil sowas wie nachher Aubergine und so. Ah, warte mal. Leute, wir haben doch schon das Dings hier bekommen, das Laboratorium, ne? Dann kann ich das nämlich gleich so machen, dass die Aubergine dahin gehen. Auf jeden Fall. Da brauche ich allerdings... Ja, da muss ich die Ressourcen erstmal suchen. Dann hauen wir es erstmal hier rein. So. Zack. Wirbis. Was haben wir denn da noch? Erstmal nix, ne? So, ist das hier jetzt schon alles raus? Yep. Raus. Klick. Das war alles raus. Und jetzt bitte vorsichtig mit dem, was du da abbaust. Ah, es wäre cool, wenn man hier ein Schloss... ein Schloss vormachen könnte. Also, dass man die Sachen sperren kann. So, dann kommen die Nahrungsdinger. Wie viel hatte ich? 4, ne? Packen wir jetzt hier hin. 1, 2. Ah, warte mal. Das ist ja ein bisschen dicht auseinander, ne? Stück hatte ich. So, die Aubergine fliegt hier nachher sowieso raus, auch Pilz. Würde ich dann tatsächlich dann nachher ins Labor beschaffen oder so. Also in einem Vorraum vom Labor. Dass wir das dann direkt da drin haben. So. Aubergine. Ups, rüber. Sehr gut. Das ist dann unser Gedöns. Ja. Da machen wir dann noch schöne Schilder ran. Halt sowas wie... Mal auf, damit man sich nicht verläuft. Können wir doch mal machen. Haben wir noch? Magnesium brauche ich. Bio-Schwefel. Ach ja, genau. Jetzt weiß ich, was ich da noch brauche. Und zwar hier. Zack. Zack. Mitgenommen. Weil das soll ja nicht so bleiben. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. So, den stelle ich hier hin. So. Und zack. Guck mal, hier haben wir sogar einmal Bohne noch. Dann würde ich doch sagen, Kürbis einmal raus, Bohne einmal rein. Genau. Ne? Genau, dann haben wir hier gleich unseren Bohnenschrank. So, hier machen wir Samen. So, genau. Ich würde dann tatsächlich natürlich noch ein paar mehr aufbauen, aber ich glaube, ressourcentechnisch muss ich erstmal... Nö, da bauen wir doch 2... Ich hoffe, das ist vom... Toll, jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber ich kann ja hier mal gucken. Pin dir das doch einfach mal an. Das heißt, ich brauche noch ein Eisen. Wie viel Eisen habe ich jetzt? Okay, Eisen, Wasser. Aluminium, ne? So, ich hoffe, das ist Strom. Der Strom müsste eigentlich noch reichen.
Oben bist du noch reich. So. Weil ich weiß, Aubergine brauchen wir ja nachher. Auf jeden Fall mehr. Haben noch einmal eine Aubergine und dann haue ich noch einen Kürbis rein. Würde dir lieber noch ein Bündelchen da rein haben wollen, aber. Ja, ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber egal. So gut. Aubergine, Kürbis, Bohnen. Dann haben wir das schon mal. So, ich wollte jetzt ein Magnesium, ich wollte ein Schild haben. Eisen, Eisen, Eisen. Da. So, und Schild wäre dann hier oben. So. Machen wir mal Nahrung. Aber. So. Okay. Dann wissen wir immer, wo es lang geht. Würde ich nachher von der anderen Seite auch noch machen. So, hier kommen nachher die ganzen Labs hin. Genau. Ja, Leute. Das war doch heute schon mal wieder nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal Material ja noch. Ich würde mal sagen, dass ich dann nochmal. Oder ich erzähle es euch einmal kurz für die, die es nicht sehen wollen. Vorbereitenden Maßnahmen. Ich werde die eine Energieplattform bauen. Im Grunde genommen so ähnlich, wie ich es halt hier hinten gemacht habe. Ne? Dass wir das anbauen können hier. Würde ich denn genauso bauen? Wir bauen natürlich weiter raus. Ich werde das alles hübsch machen. Die Raketenplattform muss hier ein wenig verschwinden. Ich muss unbedingt die Ressourcen einsammeln. Wie gesagt, ich schau mal. Wo sind die überhaupt runtergekommen, Leute? Ah, ich mach das offline. Wie gesagt, wenn sie jetzt weg sind, da habe ich Pech gehabt. Mir ging es hauptsächlich auch um die Raketen, um die Luftdruckgeschichte etc. Halt den ganzen Gedöns. So, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, ich werde in der Uncut-Folge werde ich nichts Neues bauen. Mache ich nicht. Ich werde nur Verschönerungen machen. Ich werde hier die Dinger weiter aufbauen. Ich werde hier die Unterkonstruktion aufbauen. Ich werde hier diese unsere Heizgeschichte weiter aufbauen, so wie drüben, wie gesagt, die Nahrungsgeschichte. Die Materialien von der Hinterhalle herholen und hier ein bisschen rumfahren, bis die Schränke voll sind. Uncut-Folge geht bei mir in der Regel eine Stunde. Also Minimum eine Stunde. Maximum zwei. Vielleicht auch drei. Kommt mir mal drauf an. So, okay, gut, Leute. Ich muss hier einmal hoch. Wartet. Oh, guck mal, ich glaube, ich habe Glück. Komm, das machen wir noch schnell gemeinschaftlich, ne? Guck mal, wir haben sogar den Platz. Scheiße. Ich muss, glaube ich, die Leiter wegmachen. Boah, das hat auch Vorteile, wenn man unten ist. Ach, jetzt weiß ich auch warum. Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ah! Achso, okay, also. Wir sehen uns dann übermorgen in der Uncut-Folge oder in einer neuen Folge. Macht's gut, euer Maruk. Ciao! Eule, Eule. Du machst hier was.